Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video gucken wir uns den täglichen Gegenstandshop an und wir gucken mal, ob wir wieder was Neues bekommen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wenigstens ein neues Emote bekommen werden. Denn, Leute, ja, den Guanju, den Guandao und eine weitere Sache, und zwar himmlischer Drache. Den haben wir, oder dieses komplette Set haben wir ja komplett neu bekommen. Und das wird jetzt nochmal 24 Stunden bleiben, steht auch drüber. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir wenigstens ein neues Emote bekommen werden. Nichtsdestotrotz gucken wir den auf jeden Fall an. Leute, tragt mich doch mal gerne als Creator nochmal ein. Das Ganze wurde bei euch gelöscht. Ihr müsst das wieder nochmal neu eingeben. Was ihr dafür tun müsst, wenn ihr mich unterstützen möchtet, ganz einfach ein M, E, T und E-8 eingeben. Also Metal-8. Und dann unterstützt ihr mich kostenlos als Creator. Macht das gerne und schickt mir das gerne auf Instagram, denn dann poste ich das in meiner Story. Und vielleicht werdet ihr in dem nächsten Shop-Video auch mal erwähnt oder eingeblendet. Ja, ansonsten machen wir beim Gewinnspiel, was ihr dafür tun müsst, ganz einfach ein Like da lassen. Abonnieren von diesem Kanal, dann natürlich eure Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, gucken wir uns den täglichen Gegenstandshop an. Viel Spaß! Okay, Leute, wir haben wieder richtig, richtig coole Sachen im Shop. Und ich muss sagen, da sind einige nice Sachen dabei. Wir haben einmal diese Pfadfinderin und die war bis jetzt 8-mal im Shop, wurde als allererstes am 2. November 2017 im Shop gesichtet und für 800 V-Bucks kriegt ihr diesen Pfadfinderin-Set. Ich finde den Set, sag ich schon, Skin. Der Skin sieht ja nicht ganz okay aus, kann man sich geben, aber für 800 V-Bucks bietet er halt nicht allzu viel. Ne? Ihr müsst ja halt immer im Klaren sein, dass ihr nicht so viel bekommt, aber deswegen, gerade weil ihr nichts bekommt und gerade weil so viele diesen Skin nicht kaufen werden, ist er dann im Endeffekt wieder selten für euch. Also wenn ihr Bock habt, dann gönnt euch den auf jeden Fall für 800 V-Bucks. Dann haben wir einmal ein seltenes Outfit, und zwar Chopper. Und für 1200 V-Bucks kriegt ihr sogar noch ein Rückenaccessoire passend dazu. Highway Flare heißt das Ganze, mit so einer kleinen pinken Puppe. Finde ich sehr, sehr cool. Der Helm sieht auch irgendwie witzig aus, feiere ich. Und allgemein den Skin, den kann man sich gut geben. Für 1200 V-Bucks, Leute, echt ein gutes Schnäppchen, muss ich sagen. Feiere ich. Ist zwar jetzt nicht mein Favorit oder so, aber nichtsdestotrotz ein Skin, den man sich kaufen kann. Dann ein seltenes Emote, Crisscross. Für 500 V-Bucks hatten wir schon mal im Shop, aber einmal bis jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Zweimal hatten wir das ganze Ding im Shop. Sieht ganz cool aus, kann man sich auf jeden Fall geben. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann ein neues Emote, also theoretisch neu, in Anführungszeichen, weil es zum zweiten Mal heute im Shop ist. Dann haben wir nochmal ein seltenes Erntewerkzeug, den Überzeuger. Ja, für Überzeuger müsst ihr 800 V-Bucks zahlen. Sehr überzeugend, Teil des Hart wie Stahlsets nennt sich das Ganze, auch wenn es mich persönlich jetzt nicht überzeugt, weil ich den einfach absolut nicht spannend finde. Ich finde den irgendwie gar nicht cool. Allgemein finde ich das ganze Hart wie Stahlset nicht so nice und spricht mich einfach null an. Deswegen müsst ihr halt selber wissen, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Nichtsdestotrotz für 800 V-Bucks ein Erntewerkzeug, was ihr euch heute im Shop kaufen könnt. Und wenn ihr noch V-Bucks braucht, dann gerne unten in der Videobeschreibung habe ich euch PSN und Xbox-Karten verlinkt, da könnt ihr sogar noch Geld sparen beim Einkaufen von neuen Karten. Bis zu 5 Euro, also gönnt euch das und schaut da mal vorbei. Dann haben wir selbstverständlich nochmal ein episches Sonderangebot. Die Battle Pass Stufen von Epic Games, 600 V-Bucks für das ganze Teil. Ja, ihr kriegt dazu nochmal also 10 Battle Pass Stufen und 500 Saison-EP. Ganz okay, ist 300 V-Bucks günstiger als sonst. Sonst hat das Ganze immer 900 V-Bucks gekostet. Also, wenn ihr Bock drauf habt und noch kurz vor der Stufe 100 seid im Battle Pass, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Möglichkeit für euch, so schnell wie möglich noch an Level 100 zu kommen. Dann haben wir etwas komplett Neues, und zwar Saxophon. Saxophonisch. Ja, für 800 V-Bucks kriegt ihr hier so ein Saxophonisch-Emote und ich finde es sehr nice und finde es sehr, sehr cool. Ja, spiele einen coolen Groove mit deinem Lieblingsinstrument und für 800 V-Bucks ein Emote, was man sich kaufen kann. Und die Musik dazu ist auch sehr klassisch und cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, der Groove ist auf jeden Fall am Start. Wenn ihr Bock drauf habt, dann gönnt euch das. Ansonsten könnt ihr es auch gerne euch euren Freunden schenken als kleines Dankeschön für eure Freundschaft. Naja, natürlich nicht, Leute. Wer schenkt denn wem hier etwas? Naja, auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, dann gönnt euch das. Dann haben wir selbstverständlich nochmal den epischen Hängegleiter, den himmlischen Drachen. Für 1200 V-Bucks ein Hängegleiter, den ich mir jetzt persönlich nicht so holen würde. Wir hatten so einen ähnlichen im Battle Pass und das reicht schon, weil die Dinger sind viel zu groß. Ich finde einfach zu große Hängegleiter auch nicht nice. Eure Meinung ist gefragt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Interessiert mich, was ihr darüber denkt. Aber für 1200 V-Bucks würde ich lieber keinen Hängegleiter holen. Stattdessen würde ich vielleicht für 800 V-Bucks
sogar 400 V-Bucks weniger den Guandao holen. Dieses Erntewerkzeug ist sehr, sehr nice und die Klinge, guckt euch mal an, wie sie reflektiert. Das ist einfach übelst heftig aus. Sieht richtig cool aus und der Drache sieht edel aus. Gefällt mir sehr gut. Ich würde lieber den holen statt diesen himmlischen Drachen, aber ist euch selbst natürlich auch überlassen. Aber passend dazu haben wir natürlich auch nochmal einen Skin bekommen. Der nennt sich Guan Yu und das ist ja das Guan Yu Set und deswegen, oder Ju. Und passend dazu nochmal den loyalen, das loyale Schild. Finde ich sehr, sehr cool. Sieht sehr, sehr nice aus. Für 1500 V-Bucks ein Skin, der richtig episch aussieht. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann kauft euch diesen Takeshis Castle Skin für 1500 V-Bucks heute im Shop. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr über diesen Shop? Habt ihr euch irgendwas gekauft? Wenn ja, was habt ihr euch gekauft? Ansonsten teilt doch gerne das Video mal mit euren Freunden, damit ihr auch den täglichen Gegenstandshop jedes Mal, jeden Tag, jeden Morgen auf meinem Kanal sehen. Ansonsten nochmal als Creator unterstützen, METE-8 müsst ihr da eingeben, müsst ihr alle zwei Wochen neu eingeben und ich merke, dass viele es nicht mehr drauf haben, deswegen schickt mir das auch nochmal gerne auf Instagram, dann teile ich das auch nochmal. Dann sage ich aber Dankeschön fürs Zuschauen, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.